So Leute, willkommen zur Einkaufstour 2019. Wir fahren gleich los, wir fahren gleich erstmal unsere Bestellung abholen und ja, dann kommt die Standard-Einkaufstour. Ich würde sagen, wir starten jetzt und viel Spaß. So Freunde, wir waren jetzt noch eben tanken. Jetzt geht's aber richtig los. Let's go. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Pirondo. Ich bin mal gespannt, was die da noch zur Auswahl haben im Markt selber drin. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel die Katanböller. Vielleicht haben die dieses Jahr wieder irgendeine Überraschung, weil Katanböller werden die auf jeden Fall nicht haben, weil ein Kumpel von mir schon angefragt hat. Aber eventuell, wenn wir Glück haben, haben wir ja noch andere geile Sachen. Ja, wir werden mal sehen und ja, lasst euch überraschen. Bis gleich. Es geht los, Freunde, los. Wir sind da im Printcenter. Hier ist es, das Feuerwerk, Feuerwerkverkauf. Hier ist die Werbung schon, es geht los. So, Freunde, das ist jetzt hier der erste Einkauf, die Abholbestellung. Sind, glaube ich, 7 Kartons geworden. Ja, haben wir noch eine Hammerbatterie, noch ein paar Dragon Inferno, Butter Corsair, ein paar Bengalos. Jungs, das wird ein richtig geiles Silvester. Ich hoffe, mein Auto fährt das noch. Also ich würde sagen, hier, Pirondo, geiler Einkauf, mega cooler Shop, Feuerwerkverkauf beim Fachhändler, lohnt sich auf jeden Fall, Leute. So, jetzt würde ich sagen, laden wir die Sachen zu Hause aus und fahren dann Richtung Magowski. Jo Leute, wir haben jetzt den Einkauf abgeladen zu Hause und ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter zu Magowski, dann zu Sonderpreis Baumarkt und dann zum Lidl. So, let's go. Hier, guck dir das doch mal an. So Freunde, Magowski. Let's go. Bin mal gespannt, was da so gibt. Kanonenkleber in der Dreierpackung. So, das ist der Einkaufswagen in Magowski. Viermal Goldschlag von Star Trek. Double Blue. Und ja, Kleinzeug ist das. So sieht der Kofferraum nach dem ersten Laden aus. So, gehen wir zum Wanderpreis. Ab geht's. Der ist auch direkt nebenan hier. Geile Sache, ey. Jungs, ich bin jetzt schon geflasht vom Einkauf. Leider hat Magowski nicht die Ware gehabt, wie erhofft. Aber ist auch nicht so schlimm. So, weiter geht's. Das meiste, was ich wollte, ist schon weg. Jonas, Tender von Kanzler. Wo denn? Jo. Ah, die kosten nicht 9 Euro? Nein. 18 Euro. So, wir haben hier die Thunderkong 50er Packung, die Himmelstürmer, also die letzte Quasar. Nochmal Thunderkong 50er Packung und noch eine kleine Batterie. Und Moskitosturm. Das ist die Ausbeute im Sonderpreis. So sieht der Kofferraum nach 2 Läden aus. Yes, weiter geht's. Freunde, wir gucken jetzt im Aldi vorbei. Let's go. Aldi, Aldi. Viel Glück, Raketen. Hello, Louis. Ey, die Big Boom gibt's auch wieder. Die wollte ich mir holen. Die hole ich mir. What the fuck, wie sind die denn verpackt, Janik? Okay. 8 Stück, 8 China-Knaller in so einer Drecksverpackung. Hä? Was ist das denn? Das ist komisch. Das ist Power Deluxe. Das verwirrt mich. Das ist so ein Gigant. Guck mal, die Pegasus, ohne Scheiß. Ich werde die Pegasus anbesetzt und dann wirst du nicht mehr sagen, das ist scheiße. Ja, die Gladiator, wer holt dich die Rotze? Also ich kann hier nichts mitnehmen. Wow. Was ist das hier eigentlich? So, das ist der Kofferraum nach Aldi. Da
wurde gekauft die Big Boom. Bolzen, Double Power. Ja, für richtig tolle Kinder. Dynamitberg. Kanonenschläge. Ja, Kanonenschläge nicht, sorry. So Leute, erstmal bei MacBook eine Schlüsselmahlzeit. Erstmal schön Pommes füllen. Geil! So, ein ganz kleines Update. Bei Trinkgut gab es einen China Belladeschinken von Tomiert. Der war genau gegenüber von Meckes. Genau, da waren wir kurz drin und haben uns noch einen Debeller-Schinken geholt. So, Freunde, jetzt sind wir in schönen Lidl. Schauen wir mal. Keyboard, Beastmaster, alles drin. Die Goldraketen nehmen wir gleich auf jeden Fall mit. Und da hat er sie nicht drin sein. Keine Flashbacks mehr. Ich habe keine Flashbacks. Nee. Also Silas hat noch eine Packung bekommen. Keine Sachen, Junge. Und es gibt auch keine Pretty Heaven mehr. Was ist das für ein Lidl, ja? Junge, das gibt's nicht. Ich frag alle Sachen, die ich wollte. Frag ich noch. Goldrakete. So, hier. Das ist nicht so viel, weil die haben keine Flashpunkte mehr, die haben ganz viele Sachen nicht mehr. Double Power auch nicht mehr, alles nicht. Also Lidl ist, die haben auch im Lager ausgestellt, gar nichts. Richtig scheiße. Also Lidl ist gerade ein bisschen enttäuschend, aber gut. Gucken wir mal weiter beim anderen Lidl. Beim anderen Lidl haben wir dann doch noch alles bekommen. Also ist wieder alles aufgegriffen, perfekt. Geil, Jungs. Jetzt erstmal schön an die Kasse. Und ja. Für die Galaxy, wird die haben. Ja, Freunde, die Einkaufstour ist jetzt beendet. Es wird auch mittlerweile dunkel draußen. Ja, wir waren doch relativ erfolgreich. Außer bei Magowski war es ein bisschen enttäuschend dieses Jahr. Da haben wir uns ein bisschen mehr erhofft von dem Sortiment. Aber naja, uns bleibt ja noch der Montag jetzt. Und da gucken wir auch nochmal vorbei. Genau, dann fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Ich werde die ganzen Unboxings drehen für euch. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Gesamtübersicht nochmal und die Unboxing werden auch im Laufe der Zeit, also im Laufe der Zeit folgen, genau. So Freunde, willkommen zur Gesamtübersicht zur Silvester-Einkaufstour 2019. Leute, ja, hier erstmal zwei Jugendsortimente, dann viermal das Goldschlag von Star Trade. Dann die Alligator, Daredevil, Himmelsfeuer ist die letzte Crazer. Dann Elysium, Poison, diese kleinen Mini-Pfeiffer-Batterien, Pretty Heaven, Galaxy, die Boom. Dann ein paar Leslie-Batterien, die kleinen. Dann den Blinkstars von Weco, dann Gold-Silver-Stars von Weco. Dann zweimal die Double-Deck, die Asteroids von X-Cloud. Dann zweimal eine VE Thunder Kong. Dann haben wir hier Double-Power. Relativ viel. Flashbang haben wir, China Cracker Schinken zweimal. Dann haben wir hier noch Debola Schinken zweimal. Dynamit Pack zum Testen einfach mal mitgenommen. Zwei Sky Shots. Ja, und hinten noch die Raketensortimente. Ja, von Phoenix Feuerwerk. Family Pack von Nico für 5 Euro. Ein Stück, das geht voll in Ordnung. Fire Fantasy einfach mal so mitnehmen getestet und die guten Goldraketen. Hier haben wir nochmal so 50 Kugeln von Leslie. Das sind so große und kleine Knatterbälle gemischt. Eigentlich auch ganz cool. Ja, Leute. Das war jetzt eine ganz schnelle Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, Leute. Hier sind noch die Kartons. Zur ganzen Bestellung. Die werden auch noch bald geöffnet. Sind insgesamt 7 Pakete. Ja. Freut euch auf mehr. Und ich würde sagen, lasst mal ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Video, Leute. Bis zu den Unboxings. Ciao.